Moin, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder vorbeischaut. Wir als Elektroautofahrer fühlen uns ja immer noch so ein bisschen wie eine kleine verschworene Gemeinschaft. Und deswegen veranstalten wir hier in Bremen, so in lockerer Folge, so ungefähr alle 3 Monate, einen Elektrostammtisch. Und jetzt letztes Wochenende am Sonntag fand der 4. Elektrostammtisch in Bremen statt. Und es waren wieder mehr Leute da als beim letzten Mal. Ich weiß auch gar nicht, wo das hinführen soll, beim 5. Stammtisch, der dann irgendwann nächstes Jahr vielleicht im Januar oder Anfang Februar stattfindet. Das kündigen wir hier dann noch rechtzeitig an. Und wieder waren wir im Zentrum für Automobilkultur in Bremen. Das ist im Schuppen 1 in der Überseestadt, Konsul-Schmidt-Straße. Und es waren ungefähr 20 verschiedene Elektroautos da mit 30 Teilnehmern. Und die Location oben, wir hatten den kompletten 2. Stock in der Hafenbrise dort, der war komplett gefüllt. Radio Bremen war auch da und hat für Bremen 2 ein paar Interviews geführt, weil die einen Bericht Anfang Dezember rausbringen, wo es um das Thema Elektromobilität geht. Und ich habe euch hier ein paar Impressionen zusammengestellt und es war wirklich ein super Event und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Also viel Spaß beim Anschauen. Bild. Aus Bild, ja. Quatsch, das war Spaß. Ich weiß, wie der normalerweise zugeht. Ja, deswegen. Oh, ist ja Butter. Butter. Ja, morgen, oder? Mach jetzt nochmal auf. Cool. Und du machst das hier mit der App? Und wie ist es mit den weißen Sitzen, Jochen? Gut. Wunderbar. Blaue Jeans, weiße Sitze. Ja, passt das? Gut 6000 Kilometer gefahren und. Sieht aus wie neu. Riecht auch noch wie neu. Ich habe sie noch nicht einmal gereinigt. Also. Ich hab aber auch erst nachträglich. Ich habe zuerst schwarz bestellt und ich habe die ganze Zeit mit mir gerungen, soll ich es machen oder nicht. Porsche Taycan in klein sozusagen.